Moin, meine lieben Yachtfreunde. Ihr kennt das Spiel. Kleiner Technik-Check vorneweg. Gebt doch mal bitte einen Daumen in den Chat, wenn der Ton und das Bild soweit in Ordnung sind. Und dann geht's auch gleich los. Dankeschön. Moin, meine lieben Jagdfreunde, und herzlich willkommen hier zum Live-Jagdschein-Coaching mit der Jagdschein-Akademie, Folge 22 mittlerweile. Und heute geht es einmal nochmal in die Zahnformel und Zahnbenennung beim Reh sowie Rotwild rein. Und das gleiche machen wir auch beim Schwarzwild. Und dass ihr im Prinzip eigentlich nur zwei Zahnformeln kennen müsst, werde ich euch oder werden wir dann anschließend zusammen als Fazit ziehen können. Das ist nämlich eine gute Neuigkeit. Ja, und ihr kennt das Spiel. Mein Dank geht an unseren Unterstützer, der sich ein Online-Lernsystem für 119 Euro gekauft hat. Das ist einmal der Tobias W. Und hier auch nochmal gerne der Hinweis an oder für die kostenlose digitale Jungjägertasche. Da kriegt man nämlich außerdem nicht nur erklärt, wie bei uns tatsächlich die Jagdscheinausbildung vor Ort abläuft mit anschließender Jagdscheinprüfung, sondern darüber hinaus einen kostenlosen Testzugang zu Deutschlands größter Online-Jagdschule. Habe ich hier mal fixiert. Und mich würde es einmal interessieren, wer neu heute dabei ist, schreibe doch mal eine 1 in Chat. Und ja, dann gehen wir direkt gleich einmal in die Übersicht rein und legen los. Also, bis gleich. Und mein Dank geht natürlich auch, habe ich ganz vergessen, an den fantastischen Carsten, der gestern als Spontanbesuch bei uns vorbeigeschaut hat. Übrigens, wer diese Serien auf Facebook vermisst, ich lasse die 24 Stunden quasi auf Facebook und dann packen wir die in die kostenlose digitale Jungjägertasche. Nicht jeder hat Facebook und wir wollen, dass ihr diese digitale Jungjägertasche vielleicht auch als Ostergeschenk mit dem einen oder anderen Live-Coaching da drin auch gerne an Leute weiter verschenkt, die sich für den Jagdschein interessieren mögen. Ja, also herzlichen Dank auch an Carsten für das gestrige Vorbeikommen und das wird mit Sicherheit in Zukunft noch häufiger passieren. Fakt ist, wir wollen heute hier einmal mit dem oder mit den Zahnformeln bei Reh und Rotwild weitermachen. Hatten wir gestern schon angefangen und da hat der ein oder andere gesagt, ah, ja, war doch ein bisschen zu schnell. Und insofern gehen wir da jetzt auch ganz flugs rein. Und wie gesagt, herzlichen Dank auch an den Support von Carsten hier im Chat. Let's go! So, und hier sind wir nochmal in der PowerPoint. Und wenn ihr soweit alle seid, dann gebt doch mal einen Daumen in den Chat, dann legen wir nämlich direkt los.
Und heute ist es übrigens nicht ganz so zeitverzögert wie gestern. Das freut mich sehr. Und alle, die von außen zuschauen und hier im Chat mitmachen wollen, müssen einfach auf das Video klicken. Dann könnt ihr hier im Chat auch mitmachen. Jawohl, das erste Däumchen kommt rein. Dann legen wir doch mal los. Und vielleicht ein bisschen langsamer als gestern, ja. Und zwar geht es einmal darum, wie heißen die ganzen Zähne hier eigentlich? So, da haben wir einmal das I, was für Incisivi, den Schneidezähnen steht. Dann haben wir das C für Canini, das steht für die Eckzähne. Dann haben wir die P, die Prämolaren, die vorderen Backenzähne, prähistorisch, ja, vor der Zeit. Sich so vielleicht ganz gut merken, Vorbackenzähne. Und, nee, das wollten wir nicht. Da kommen wir gleich noch zu. Sondern wir waren hier stehen geblieben. Und wir haben einmal die Molaren, nämlich die Backenzähne. Also jetzt gehen wir das einmal durch. Und zwar für die Zahnformel fürs Rot und Rehwild schreiben wir uns einfach mal auf ICPM, machen dahinter immer so einen Bruchstrich, denn es gilt jetzt erstmal nur eine Seite des Unter- und Oberkieferastes, den wir dann anschließend mal zwei nehmen müssen, aber das seht ihr dann gleich. Ja, und jetzt tragen wir hier einfach mal die Zahlen ein. Also fangen wir mal hier oben mit dem I1 an. Da ist ja gar kein Zahn, da ist nämlich eine Hornplatte bei unseren Wiederkäuern. Deswegen, wenn die oben den Terminaltrieb abfressen, sieht das ja immer so zerfranst aus. Das ist der Grund dafür. Und deswegen streichen wir den I1. Und den I2 und den I3, den gibt es ebenfalls nicht. Und deswegen schreiben wir hier oben, was bitte einmal rein? Richtig, eine 0. So, bitte im Chat nicht vorschreiben, mein lieber Helmut, nicht vorsagen, sondern wir machen mal weiter. Und hier unten haben wir hier einmal den I1 und dann hier den I2 und hier den I3. Da ist aber noch ein vierter. Naja, gut, okay. Tragen wir hier erstmal die 3 ein. Und zu diesem kleinen Schneidezahn kommen wir nämlich jetzt. Denn wir haben oben hier einmal den C1, die sogenannte Grandel beim Rotwild. Und unten auch den C1. Denn dieser C1 ist evolutionstechnisch nach vorne gewandert. Und hat nun die Funktion eines Schneidezahns übernommen. Ja, und dann geht das flugs weiter. Der P1 fehlt übrigens bei allen Cerviden und Boviden. Und wir machen direkt weiter mit dem P2, P3, P4. Zack, eine 3 eingetragen. Unten genau das gleiche. P2, P3, P4. Auch wieder eine 3 eingetragen. Und dann kommen wir schon zu den Backenzähnen. Nämlich M1, M2, M3, eine 3 eingetragen und hier auch M1, M2, M3. Der M3 ist im Unterkiefer übrigens immer dreiteilig, aber nur im Unterkiefer. Und dann tragen wir hier auch eine 3 ein. Und wer rechnen kann, ist kein Vorteil. Ja, mittlerweile steht hier keine 18, sondern eine 17. Ja, und wenn wir jetzt hier oben die Grandel nicht dazu zählen. Das hat nämlich das Rehwild normalerweise nicht. Dann kommen wir schlussendlich auf 16 Zähne. Und das Ganze nehmen wir, hier steht immer noch die vermaledeite 18, hier muss natürlich 17 stehen. 17 mal 2 macht natürlich dann 34, beziehungsweise 16 mal 2 macht 32 Zähne. Und der Zahnwechsel ist beim Rehwild mit 14 Monaten und beim Rotwild mit 28 Monaten beendet. Die Zahlen kennt ihr ja beide. Der Reh des kleinen Mannes und der Reh des kleinen Mannes, der Hirsch des kleinen Mannes und einmal der Hirsch des großen Mannes. Also das Doppelte dementsprechend beim Rotwild. Und Zahnentwicklung ist beim Rehwild mit 3 Jahren und beim Rotwild mit 6 Jahren abgeschlossen, weil die hier auch tatsächlich ausgewachsen sind. Und Zahnwechsel ist nicht zu verwechseln mit der Zahnentwicklung. Die Zahnentwicklung geht nämlich so lange weiter, bis das Tier auch tatsächlich ausgewachsen ist. Also wie gesagt, sorry hier nochmal für, hier muss natürlich eine 17 stehen. So.
gucken, ob wir das hier direkt mal geändert bekommen. 17 abgespeichert. Und nochmal. Von vorne. Einmal durchgeknickt in Schnelldurchlauf. Ich will diesen blöden Fehler daraus haben, Leute. Da, 17 mal 2 ist 34. So. Gut. Gibt es dazu irgendwelche Fragen? Ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass es hier schon irgendwelche Fragen gibt, weil in der Literatur steht ja auch das eine oder andere. Vielleicht von meiner Seite aus, das Rewild mit seinen 32 Zehen steht auch einmal für das Elchwild, ja, sowie für alle Boviden. Boviden haben grundsätzlich 32 Zähne. Das wäre dann die Zahnformel vom Rehwild. Allerdings kann auch Elfit und Rehwild als Ausnahme auch mal Grandeln haben. Mein erster Bock, dieser Knopfbock, den ich euch schon mal gezeigt habe, der hatte ja auch Grandeln. So, und 34 Zähne haben normalerweise nur Rotwild und Siegerwild. Aber das können wir gerne ganz zum Schluss nochmal in die Flipchart anschreiben. Denn am Ende des Tages fehlt uns jetzt ja nur noch die oder das Dauergebiss vom Schwarzwild und dann hättet ihr tatsächlich alle Zahnformeln auf den Schirm. Wir müssen sie dann nur noch mal einsortieren und ich glaube, für den einen oder anderen ist noch gar nicht bewusst, dass es das schon quasi, wenn wir das Schwarzwild durchgesprochen haben, war. Gut. Fragen kommen rein. Boviden haben aber Schneidezähne im Oberkiefer. Boviden sind auch Wiederkäuer und Boviden haben keine Schneidezähne oben im Oberkiefer. Boviden haben 32 Zähne, das sieht dann genauso aus wie jetzt hier. Ne? Die haben oben keine Grandel, deswegen ist sie hier durchgestrichen, da ist eine verhornte Gaumenplatte, mehr haben die nicht. Gibt es sonst noch weitere Fragen? Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann würde ich einmal ins Online-Lernsystem reingehen. Und dann würde ich euch eine weitere Übung zeigen, die definitiv in der Prüfung immer vorkommt. Nämlich die Zahnbenennung des Unterkieferastes. Da zeige ich euch anschließend auch nochmal, wie der Wechsel von P4 auf 3, von 3 auf 2 teilig aussieht. Ja, nach dem 14. Monat beim Rehwild. Und eine weitere Frage kommt und anschließend gehen wir dann noch weiter in die Prüfungssimulation rein, die ihr schon mit den Geweihen kennt. Dann machen wir da nämlich den Sack zu. Christoph Stock schreibt, Dammwild auch nur 32. Richtig, Dammwild auch nur 32. Es sei denn, Dammwild hat Grandeln, dann hat es 34. Aber normalerweise hat Dammwild das sehr, sehr selten. Ja? Grandeln haben Rotwild und Siegerwild. Gut. Übrigens, da liegt tatsächlich ein Dammwild-Schädelpräparat bei der Stadt Osnabrück und es ist natürlich eine Ausnahme, statt 32 Zähne hat dieses Exponat da tatsächlich 34 Zähne, weil oben die Grandeln zu sehen sind. Gut, das weiß man aber, weil unsere Jagdschüler sind ja zielgerichtet unter anderem auf diesen Prüfungsstandort vorbereitet. Da reißt einem aber auch keiner den Kopf ab, wenn man das mal nicht weiß. Und nicht erkennen kann oder denkt, das wäre Rotwild, ja. Also, wie gesagt. Ja. Wenn sich einer fragt, warum machen wir das Ganze, das ist zur Altersbestimmung für den Abschlussplan. Ja, also das heißt, wir können bis zum Abschluss der Zahnentwicklung tatsächlich, und das werdet ihr gleich noch kennenlernen, eine Altersschätzung vornehmen. Eine Altersbestimmung ist tatsächlich nur bis zum Ende des Zahnwechsels möglich, weil man da genau weiß, in welchem Monat das passiert. Genau, also, Rotwild und Siegerwild haben 34 Zähne. Alle anderen Zerviden und Boviden haben 32 Zähne, es sei denn, sie haben eine Ausnahme. Boviden haben aber grundsätzlich nie Grandeln. Und dann kommen wir
Anschließend noch zum Schwarzel mit der magischen 4. Ne? Die haben ja 44 Zähne. Und so weiter und so fort. Aber wir machen jetzt einmal weiter tatsächlich mit dem Online-Lernsystem. Und da gehen wir einmal hier in die Zahnbenennung beim Rewild. Hier gehen wir jetzt rein. Genau. Und das müsst ihr genauso in der Prüfung auch aus dem FF erzählen können. Da braucht ihr gar nicht lange rumhampeln wie manche. Ja, es wird dann unangenehm, wenn man eine Viertelstunde an so einem Unterkieferast geprüft wird. Ja, hier Zahnbenennung. Einfach mal zurücklehnen und zuhören. Wenn man das zwei, dreimal selber gemacht hat, dann ist das auch gar kein Hexenwerk mehr. So, jetzt hoffe ich einfach, dass auch die Toneinstellung passt. Könnt ihr mir ja mal einen Daumen in den Chat geben, wenn das soweit alles passen sollte. Und dann spiele ich das Ganze einmal ab. So, meine lieben Jagdfreunde, kommen wir jetzt einmal zum Impulsvortrag Zahnbenennung am Unterkieferast. Zeigehilfe einmal ausgefahren und dann geht das direkt vorne los mit dem I1, I2, I3. Dann haben wir hier einmal den C1, welcher evolutionstechnisch nach vorne gewandert ist und nun die Funktion eines Schneidezahns übernommen hat. Der P1 fehlt bei allen Cerviden und Boviden. Dann haben wir hier den P2, P3, P4. Der P4 ist hier schon von 3 auf 2 teilig gewechselt. Das erkennt man einmal daran, dass man von oben zwei Zahnkronen erkennt oder aber auch von der Seite zwei Zahnsäulen. Das ist in meinen Augen sogar noch besser verständlich. Dann haben wir weiterhin einmal den M1, das ist der älteste Dauerzahn, dann den M2 und hinten den M3. Mal kurz von der Seite gezeigt, also P2, P3, P4, der jetzt hier schon zweiteilig ist, also von 3 auf 2-teilig gewechselt ist. Dann haben wir hier den ältesten Dauerzahn, den M1, M2 und den dreiteiligen M3 im Unterkiefer. Des Weiteren sieht man hier auch schön die Zahnfleischlinie. Die ist vorne deutlich tiefer. Also alles, was weiß ist, da war das Zahnfleisch. Und zwar haben wir hier auch nochmal eine sogenannte Altersschätzung anhand der Zahnfleischlinie. Wenn die Zahnfleischlinie ganz oben wäre, wäre das ein Jährling. Wenn sie mittelhoch wäre, so wie hier, wäre es ein zweijähriges Stück. Und wenn sie mit den anderen Zähnen einreguliert wäre, einfach logischerweise daher, weil der Unterkiefer noch nach hinten ein bisschen weiter wächst, der Zahn sich setzen kann, wir sprechen davon von einer Einregulierung, dann käme er auf einer Höhe. Und warum mit 3 Jahren? Weil mit 3 Jahren der Rehbock ausgewachsen ist. So, dann haben wir weiterhin die tiefste Stelle. Das ist hier einmal die Kunde. Und dann haben wir noch eine Besonderheit, dass die Zahninnenseite höher ist als die Zahnaußenseite, also sie fällt quasi nach außen ab. Das hat einfach den Grund, damit sich das Stück beim Wiederkäuen einfach nicht auf den Lecker weisen kann. Ja, der Lecker ist die Zunge, so sagen wir Jäger dementsprechend zur Zunge beim Stück Wild. So, liebe Jagdfreunde. Also, da braucht man gar nicht lange rumhampeln. Das können wir jetzt mal gemeinsam machen. Nehmen wir hier die Maus und mache jetzt mal die Zahnbeschreibung nochmal einmal flugs durch. Und wie gesagt, wenn ihr das mit der Zahnfleischlinie noch da zusätzlich sagt, dann kriegt der Prüfer Tränen in den Augen. Also, wir haben ja einmal den I1, I2, I3 und das ist der C1, welcher evolutionstechnisch nach vorne gewandert ist. Nun die Funktion eines Schneidezahns übernommen hat. Spätestens da wird der Prüfer sagen, ach, jetzt verstehe ich auch die Zahnformel. Ne? Oder der wird euch sagen, warum. In der Zahnformel steht doch drin, oben bei den Incisivi oben 0 und unten 3. Aber sagt er, ich sehe hier 4. Okay, dann sagt er, ja, der ist evolutionstechnisch nach vorne gewandert und hat nun die Funktion eines Schneidezahns übernommen. Ah, ihr werdet in jeder Literatur mal eine andere Zahnformel erkennen oder sehen. Ne?
Es gibt auch manche, die reden vom P1, P2, P3. Nee, der P1 fehlt bei allen Cervinen und Bovinen. Und warum das so wichtig ist, werdet ihr spätestens beim Schwarzwild erfahren. Okay? Wir halten uns an die evolutions- und wildbiologisch richtige Zahnformel. Also nochmal. I1, I2, I3 und das ist hier der C1, der evolutionstechnisch nach vorne gewandert ist und nun die Funktion eines Schneidezahns übernommen hat. Dann fehlt hier der P1 und der P1 bei allen Cervinen und Bovinen. Dann geht das hier weiter mit dem P2, P3, P4. Der P4 ist hier schon zweiteilig, das erkennt man daran. Von oben zwei Zahnkronen oder von der Seite hier zwei Zahnsäulen. Dann kommt anschließend der M1 von hier bis hier. Das ist der älteste Dauerzahn. Diese beiden Dinger. Das ist zusammen der M1. Dann kommt der M2 und im Unterkiefer auch beim Rehwild, wie bei allen anderen Cerviden und Bovinen, auch beim Schwarzwild, ist der M3 unten im Unterkiefer immer dreiteilig. Seht ihr ja hier. 1, 2, 3. Ja? So. Die tiefste Stelle nennt man Kunde und die Zahninnenseite ist höher, damit das Stück sich nicht auf den Leckerbeiß. Und der Prüfer. Ja? Ich kann sogar das Alter noch weiterhin schätzen anhand der Zahnfleischlinie. Das könnt ihr davor sagen oder danach. Wenn die Zahnfleischlinie ganz oben ist, das ist ein Jährling, mittelhoch, ein Zweijähriger und wenn die mit den vorderen Zähnen auf einer Linie ist, dann hat sich der letzte Backenzahn, der M3, nämlich in den Unterkieferast setzen können, weil der nach hinten weitergewachsen ist. Und ergibt nun eine Linie und dann kann man sagen, das Stück ist mindestens 3 Jahre alt. Dann kriegt der Tränen in den Augen. Wenn das soweit für euch klar ist, ja, das müsst ihr zwei, dreimal müsst ihr euch das ansehen. Und wer noch nicht das Online-Lernsystem hat oder da mal reinschnuppern will, der holte sich die kostenlose digitale Jungkiertasche. Da gibt es einen Testzugang. Und ansonsten für alle die, die sich das Online-Lernsystem gönnen wollen, hier doch einfach mal der Link in den Chat. So, meine lieben Jagdfreunde, für alle, die bisher auf YouTube diese Live-Coachings verfolgt haben, ist jetzt an dieser Stelle erstmal leider Schluss. Allerdings gibt es für alle, die sich schon das Abo hier über den Infobutton für nur 29,90 mit einer Mindestlaufzeit von 3 Monaten gegönnt haben, weiter. Und da könnt ihr jetzt ja auch mitmachen. Ich habe mir sagen lassen, damit macht ihr grundsätzlich alles richtig. Da findet ihr nämlich einen komplett roten Faden für eure Jagdscheinausbildung. Und da ist es egal, ob du erst mit dem Gedanken spielst oder dich schon in einer laufenden Jagdscheinausbildung befindest, ob nun Jägerschaft oder privaten Jagdschule. Im Übrigen findest du auch alle weiteren Informationen unter dem ersten festfixierten Beitrag hier, bis hin zur kompletten Jagdscheinausbildung im Jahr 2023 mit einer hoffentlich auch für dich im Anschluss erfolgreichen Jagdscheinprüfung über uns. In diesem Sinne, viel Spaß jetzt im Mitgliederbereich. Oder bis morgen hier auf YouTube. Horridom Waldmannsheil, dein Timo von der Jagdschein-Akademie. Tschüss, Sikorski.